Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist der Goody und wir sind hier beim 100% Collectible Guide zu Rise of the Tomb Raider. Und zwar kümmern wir uns heute um die alte Zisterne. Die alte Zisterne ist ein Herausforderungsgrab in der Sowjetanlage. Dort gibt es 5 Sammelgegenstände insgesamt zu erbeuten von den 105, die es komplett in der ganzen Zone gibt. Da die Zisterne mit in der Zone liegt, zählen halt die Collectibles auch dazu. Aber der Guide zur Sowjetanlage ist sowieso schon elendig lang und aus dem Grund gibt es die Herausforderungsgräber einzeln, da man hier natürlich nicht immer 20 Minuten Video oder sowas machen möchte für 5 Sammelobjekte. Wie gesagt, hier sind es also 5. Hier sind wir schon beim ersten Gemälde. Das ist auch nicht im Herausforderungsgrab drin, sondern noch davor, also auf dem Weg zum Herausforderungsgrab. Andererseits geht man ja hier nur runter, weil man ins Herausforderungsgrab möchte. Deswegen dachte ich mir, das ist einfach mit zugehörig zu der Herausforderung, zu der alten Zisterne. Und denke und hoffe, dass ihr das genauso seht. Und deswegen holen wir jetzt hier, wie gesagt, diese 5 Sammelobjekte. Kommen hier so langsam hier unten an, am Eingangsbereich. Und kurz vorher gibt es schon hier den zweiten Sammelgegenstand. Ein Relikt ist das. Sammelgegenstand 2 von 5 haben wir an dieser Stelle jetzt schon mal erreicht. Um uns jetzt unterwegs zu machen zum nächsten Relikt, was hier zu finden ist. Das Schöne ist am Herausforderungsgrab alte Zisterne. Ihr könnt dort sofort herein. Es gibt viele Sachen, viele Sammelobjekte, die kann man erst dann erreichen, wenn man weitergehende Ausrüstung hat. Zum Beispiel Seilpfeil oder Sprengpfeile und so weiter und so fort. Das ist hier alles in der alten Zisterne nicht notwendig. Das bedeutet, wenn ihr das Spiel gerade zum ersten Mal spielt, vom Level her noch nicht besonders hoch seid und so weiter, dann macht das gar nichts. Ihr könnt die alte Zisterne direkt angehen und euch die Sammelobjekte holen. Und ganz wichtig natürlich in den Herausforderungsgräbern gibt es natürlich auch die Kodexe, die immer ganz besondere Sachen für euch freischalten. So, da ist schon das dritte Sammelobjekt, das nächste Relikt bei uns. So, dass nur noch 2 Dokumente fehlen, die dann natürlich wirklich im Herausforderungsgrab drin sind. Diese 3 Objekte gab es praktisch auf dem Weg dorthin. Und um da reinzukommen, müssen wir uns jetzt hier ganz tricky fallen lassen. Naja, so tricky ist es nicht. Wir hängen uns einmal hier dran an das Ding. Und da unten befindet sich der Eingang. Also warten wir darauf, dass ja keine Lüfterblätter da sind. So wie jetzt hätte ich normalerweise drücken sollen. Nein, Goody wartet nochmal einen ab. Beim nächsten lassen wir uns hier fallen. Und zwar jetzt hier runter. Perfekt, so soll es aussehen, wenn es auch eng war. Und wir geben uns jetzt zum Eingangsbereich des Herausforderungsgrabes. Deswegen werden wir gleich hier auch noch an ein Lagerfeuer kommen. Das ist auch immer sehr schön gemacht in Rise of the Tomb Raider, dass in den Herausforderungsgräbern direkt am Anfang immer ein Lagerfeuer ist, so dass ihr ein Schnellreiseziel zur Verfügung habt, um dort jederzeit wieder schnell hinreisen zu können. So, jetzt können wir da schon einen Blick auf den begehrten Kodex werfen, den wir normalerweise erreichen möchten. Ihr denkt jetzt bestimmt auch, Mensch, was ist denn der Goody so dumm und vergisst hier zu springen? Nein, habe ich nicht. Nur als kleiner Hinweis, lohnt eh nicht. Lohnt eh nicht, also man kommt da nicht diesen direkten Weg. Da wird man so ein kleines bisschen, ja, sage ich mal, von der Spielgrafik verarscht. Das ist nicht möglich. Wir müssen wirklich hier lang schwimmen. Und wie ihr seht, diesen kleinen Gullideckel, gerade der hier auf der linken Seite, den müssen wir aufsprengen, damit das Wasser steigt und wir an eine weitere Stelle kommen. Dazu nehmen wir hier diesen Benzinkanister auf. Das Spiel geht auch nur mal sicher, dass wir wirklich Pfeile haben und stellt uns sicherheitshalber welche daneben hin. Finde ich sehr gut, dass die Entwickler daran gedacht haben. So, einmal abgezogen und schon steigt das Wasser, was ganz, ganz wichtig ist für den weiteren Fortschritt hier im Herausforderungsgrab. Ihr seht auch momentan unten eingeblendet, ich habe diese kleine Infoleiste extra an, also jemand stand es da unten, Sammelobjekt 3 von 105 aus der Zone Sowjetinstallation, also das ist das erste, was ich hier gemacht habe, die alte Zisterne und alles andere kommt noch, aber wie gesagt, dafür wird es einen eigenen Guide geben, der ist momentan noch nicht fertig, ich habe so 50% fertiggestellt oder so, also es ist sehr, sehr, sehr zeitaufwendig auf jeden Fall, die zu erstellen. Deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt erstmal die Herausforderungsgräber fertig und kümmere mich dann um die einzelnen Zonen zu Syrien, zur Gletscherkaverne und Sibirien, glaube ich. Das sind die 3 Guides, die schon online sind. Die sind ja jetzt schon länger online von der Xbox One-Version. Das ist ja hier auch die Xbox One-Version, aber es kommt jetzt ja gerade frisch neu raus für die PlayStation 4. So, hier, wie gesagt, nachdem wir den Kanister draufgeschmissen haben, warten. Dort bleibt das Floß kurz stehen.
Und dann abziehen und schon haben wir uns den nächsten Eingang geöffnet an dieser Stelle. Einfach dem Weg folgen momentan. Hier, das braucht ihr jetzt nicht zu beachten, das sind nur so ein bisschen Crafting-Material, was ich hier einsammle. Das ist nicht das Dokument. Das Dokument kommt gleich. Da gucken wir schon fast drauf, nämlich hier diese kleine Alkove. Da liegt Dokument 4 von 5 oder besser gesagt Sammelobjekt 4 von 5. Ist ja das erste Dokument, was wir hier in der alten Zisterne aufheben. So, da vorne wieder der Gully. Da wollen wir rein, da müssen wir durch oder besser gesagt, das Ding muss auf. Ja, da wir hier keinen Kanister zum Werfen zur Verfügung haben, marschieren wir also hier lang. Werden uns hier diese Tür freilegen. Und man sollte auch richtig zuschlagen. So, da, genau so sitzt es. Machen wir hier einmal den Durchgang auf. Und springen wieder rüber zu unseren Benzinkanistern, wo gerade schon mal drei standen, wo jetzt gleich wieder auf wundersame Weise wieder drei stehen werden. Nehmen einen davon, schmeißen den dann wieder aufs Floß, aber nicht, um ihn explodieren zu lassen diesmal. So, wenn der drauf liegt, dann müssen wir das Floß natürlich wieder bewegen. Das muss wieder in Bewegung kommen. Deswegen also wieder hier hoch und wieder an diesem Balken dranhängen, damit dort an der Seite das Wasser rauskommen kann. Das Floß schwimmt los. Und wir schwimmen auch direkt los und zwar aufs Floß drauf. Das ist momentan unser Ziel. Drauf, dann den Benzinkanister in die Hand nehmen und in die neu gewonnene Öffnung da oben reinschmeißen. So soll es aussehen. Und wenn jetzt Goody klug wäre, würde er jetzt direkt hier hochspringen. Aber nein, stattdessen warte ich darauf, dass das Floß vorbei ist und gehe wieder unten lang. Das ist ein kleiner Umweg. Gut, mag mir verziehen sein, ist ja zum Glück hier momentan nicht auf Zeit, deswegen nicht so schlimm. So, dann gleich hier links, da haben wir ja unseren Benzinkanister hingeschmissen, da holen wir uns ab. Und werfen ihn jetzt vor den Gully. Ich nenne es wirklich Gully, auch wenn das Ding jetzt ja nun doch eher vertikal in der Wand steht. So, ein Pfeil drauf. Und schon steigt das Wasser wieder, richtig. Wo wir rausschwimmen, ist relativ egal. Ich nehme hier die Öffnung, die wir uns vorhin geschaffen haben. Hier gibt es schon den ersten Blick auf den begehrten Kodex, aber den lassen wir rechts liegen, denn auf der linken Seite dort auch wieder in dieser Einbuchtung wartet das letzte Dokument auf uns. Und damit haben wir dann schon mal alle Sammelobjekte in der alten Zisterne erreicht. Wir werden jetzt noch rüberschwimmen und uns natürlich den Kodex holen. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum man in Herausforderungsgräber geht, um die Belohnung einzusacken, die es da gibt. Ich hoffe, der kleine Guide hat euch geholfen. Wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und sonst könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren. Dann verpasst ihr hier kein neues Video und weiterempfehlen. Bin ich auch nicht böse drum. Ich sage, bis zum nächsten Guide. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Es ist ein altes Manuskript über die Gaben der Erde.